Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Shadow of the Tomb Raider. Ja, ich habe jetzt nochmal versucht, diese Händlerin zu finden. Es gibt wohl zwei Spots hier in Paititi, wo sie sein soll. Die sind, habe ich beide abgelaufen, da ist sie nicht. Aber sie wird wohl jetzt in diesem Bereich sein, wo wir eventuell jetzt erst hinkommen, wenn wir die Hauptstory weiterspielen. Deswegen, ich habe jetzt bei dem anderen Händler die Bekleidung auch nicht gekauft. Ich dachte, das können wir uns dann immer noch aufheben. Wir machen jetzt hier vorne gleich mit der Hauptstory weiter. Und dann gucken wir mal, ob wir sie finden. Und ansonsten gibt es sie wohl auch noch in Kuwak Yaku. Aber ich wollte jetzt halt nicht einfach irgendwie fernreisen, nur dafür. Das macht halt keinen Sinn. Gut, dann gucken wir mal. Wir sollten es ja mit Ätzli ja genau direkt hier vorne treffen. Gucken wir mal. Was ist mit dir? So viele unserer Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht befreien, werden sie geopfert, ermordet. Ja gut, okay. Ich kann jetzt hier durch. Cool. Ist ein bisschen dezent ekelhaft. Achso, ich muss einfach weiter geradeaus gehen. Okay, gut. Ich dachte jetzt, hä, was zur Hölle? Ist ein bisschen eklig hier. Warum macht ihr sowas? Das sah gerade aus, wie, als könnte da noch so ein Überlebensversteck sein. Alter, ihr seid ein bisschen widerlich. Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. Okay, naja gut, immerhin darf ich jetzt hier rein anscheinend. Oh mein Gott. Es ist so ekelhaft, dass sie einfach über Leichen liegen. Oh, ist das schlimm. Es ist einfach schlimm. So viele Gefallene. Ja. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Ja, sehe ich nämlich auch so. Ist voll schlimm. Puh. Guckt euch das an, ey. Es ist doch echt nicht schön. Also es ist sowieso nicht schön, wenn Leute sterben, aber es ist hart. Es ist richtig krass, ey, wie viele Tote hier einfach liegen. Genau, ich mache jetzt mal das hier mal kurz frei. Um halt jetzt hier mal zu gucken. Ich habe gerade gesehen. Hier ein Relikt. Nice. Ein Kalender. Dieses mit Seilen und Steinen verbundene Schilf dient als Kalender, der üblicherweise einen Zyklus von 52 Jahren umfasst. Hä, und wie funktioniert das? Okay, sagt mir keiner. Aber cool. Genau, jetzt kommen wir in den Bereich, wo die Händlerin auch sein soll. Vielleicht finden wir sie ja hier. Leute. Ist das euer Ernst hier? Ist ein bisschen eklig. Hier mit euch reden? Nee, darf ich nicht. Okay. Alter. Oh mein Gott, das ist so ekelhaft. Die überall die Toten hier, ey. Das ist hart. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Einfach hier weitergehen, ne? Will ich nicht. Ich möchte das eigentlich nicht. Okay, er lebt noch irgendwie. Hier sind ein paar tot. Oh mein Gott. Ja, lass mich in Ruhe, Alter. Ihr seid eigentlich alle scheiße. Sorry, aber ist doch so, oder? Also, was ist denn hier für eine Arschlochfraktion eigentlich? Richtig schlimm. Oh mein Gott. Jetzt haben sie den gerade einfach abgestochen.
Ich glaube, es hackt, Alter. Oh mein Gott. Nee, echt. Muss ich da weiter? Ja, wahrscheinlich, ne? Will ich aber jetzt noch nicht weiter. Ja, ist das schlimm hier, ey. Kann ich den schon lesen? Ja. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken. Zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Da hinten, okay. Da gehen wir gleich nochmal gucken. Wenn wir jetzt hier eh schon unterwegs sind, bevor wir da wieder hochlaufen. Also es könnte natürlich auch oben sein, aber ich will jetzt erstmal... Na, vielleicht sind es da doch die da oben. Kann halt aber auch da hinten unten sein. Wir gucken mal unten erst. Weil ich möchte da eigentlich gar nicht hoch. Irgendwas Rücken an Rücken. Na, prinzipiell wäre ich. Kann sein, dass das hier vorne wirklich ist irgendwo. Wir gucken mal. Ich glaube zwar nicht, aber ich denke, das wird halt oben sein. Aber gut. Kann ja aber auch hier sein. Das weiß man ja wieder nicht. Aber vermutlich wird es... Na, jetzt bin ich auch schon... Ja, das muss oben sein, okay. Weil von hier kommen wir da, glaube ich, gar nicht hin, da, wo das eigentlich sein soll. Ja, dann gehen wir da jetzt wohl wieder hoch. Ah, ich hätte mal hier gucken sollen, wie weit wir sind. Ja, wir sind ja gar nicht weit genug von der Karte. Also doch, es könnte hier halt irgendwo sein. Aber hier ist halt nichts, was Rücken an Rücken steht, glaube ich. Hier ist halt nichts, was darauf passt. Deswegen glaube ich, dass das ist, wenn wir oben weitergehen. Ach Gott, ey, ist das schlimm. Es ist einfach schlimm. Okay, so, ich muss mir aber nochmal den Spruch angucken. Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen dessen, der die beschattete Schlange. Okay. Gut. Beschattete Schlange, alles klar. Nicht so viel Bock hier auf euch, ne? Oh mein Gott. Es ist einfach schlimm hier. Einfach schlimm. Ja, das... Hier ist auf jeden Fall ein Basislager. Da setzen wir uns mal ran. Sie erzählt nichts? Okay, sie erzählt nichts. Ich muss mich einmal orientieren. Okay, ich soll da oben weitergehen. Ich gehe jetzt aber erstmal links und rechts lang, würde ich sagen. Okay, die stehen hier oben. Kann ich aber auch, glaube ich, mit keinem quatschen. Nee. Er redet damit sich selber. Ach, hier, guck mal. Glaubst du, es wird noch mehr solche Aufstände geben? Der Markttag war eine Katastrophe. Es wird sicher bald eine Lösung für den Konflikt geben. Ich will es hoffen. Ach, hier ist quasi auch noch mal ein Markt? Oder was ist das? Ich verstehe es nicht. Eine Darstellung eines Regengottes. Okay. Davorstehende Augen, Fänge. Das ist Tlaloc, der aztekische Gott des Regens und der Stürme. In guter Stimmung ist er außerdem ein Gott des Wassers und der Fruchtbarkeit, der den Menschen Leben und Nahrung schenkt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass er auch für Gewitter, Hagel und andere zerstörerische Aspekte des Wassers verantwortlich ist. Einschließlich der Erosion, weshalb ihm auch Höhlen, Teiche und Quellen zugerechnet werden. Umso merkwürdiger ist es, dass er in einem Berg lebt. Sein Vogel ist der Reiher, aber er wird auch mit Tieren wie Schnecken, Fröschen und anderen Amphibien in Verbindung gebracht. Okay, das ist eine Vase. Okay, cool. Ja, wir lernen hier noch was, Leute, ne? Es ist hier echt Bildung. Kulturenbildung.
Bildung über Kulturen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier für Schwachsinn gerade rede. Es ist halt Sonntag. Einigen wir uns einfach darauf, es ist Sonntag. Oh, und ich bin müde irgendwie. Okay, wir gehen jetzt hier mal hoch. Wir müssten jetzt langsam in den Bereich kommen, wo hier das Dingsens ist. Rücken an Rücken. Irgendwas mit Schlange, aber ich sehe hier noch keine Schlange. Okay. Ach, die sind das. Haha. Ja, da ist eine Schlange. Okay, cool. Ja, dann haben wir es doch gefunden. Leichter als gedacht. Monolithenschatz gefunden. Okay, cool. Muss hier immer mal so ein bisschen gucken, weil es könnte hier auch immer noch mal Dinge geben. Vielleicht habe ich unten auch schon welche übersehen. Möglich ist das tatsächlich. Weil manche Gefäße sehen halt auch nicht so aus. Aber ich glaube, bisher ist gut. Herrlich. Also nicht herrlich, aber es ist ziemlich krass hier. Aber vielleicht ist hier ja wirklich nochmal ein Markt. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Okay, alles klar. Wir haben also ein Problem. Gott. So, da ist noch Missionsgeber. Hakans Rettung mit Kayara. Okay. Aber erstmal gucken wir uns hier um, weil hier kann tatsächlich irgendwo die Händlerin sein, von der wir... Wo ich die suche. Die Rebellion lebt im Tempel von Kukulkan. Ja, ja. Hier gibt's Fett. Fett. Give me Fett. Und andere tolle Dinger. Entschuldigung, ich wollte dich nicht anrempeln. Ich bin nur auf Sammeltour. Okay. Oh, warte. Ah, das ist voll. Okay, gut. Ich muss jetzt noch einmal gucken, dass wir hier gleich nicht zu weit rein. Aber ich glaube, das geht so. Ich glaube, da müssen wir halt rein. Das ist der Punkt. Aber ich glaube, hier draußen können wir uns sonst relativ frei erstmal bewegen. Papa, du kannst nicht gehen. Bitte. Du da, Mädchen. Geh weg von der Tür. Ein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich. Oh nein. Das muss Kayara sein. Das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Kann ich mit ihr reden? Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung aussieht. Ich kann nirgendwo hin. Keiner kümmert sich um mich. Nur Sünde, armes kleines Mädchen. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Edsley meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nichts hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Okay. Hakan befreien. Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. Was ist mit dir hier? Traurig, dass ein Mädchen heute zur Weise wird. Ja. Aber vielleicht sendet diese Hinrichtung ja genau die richtige Botschaft. Du kannst mich mal... Die Rebellen bedrohen die Harmonie von Paititi. Manche denken, diese Harmonie gibt es nur hier bei uns in der Oberstadt. Bei allem Respekt, Ao. Ich habe mein Leben doch nicht selbst gegeben. Es war ein Geschenk der Götter. Ja, ja. Jedes Leben ist ein Geschenk.
Genau, ich wollte es auch gerade sagen. Also, Kumpel, sei mal erstmal ganz ruhig hier. Okay, bevor wir hier aber mit den Rebellen quatschen, will ich mich, wie gesagt, hier erstmal noch in Ruhe umgucken. Okay, wir haben hier also so ein paar Rebellen rumfliegen. Das kriegen... Oh Gott. Macht ihr hier für Spaß die Bewegung? Du bist auch ein Rebell. Ich quatsch kurz mit dir. Die sehen alle gleich aus. Aber bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukulkan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt. Nicht nur Rebellen, dass ich... Naja... Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Ich weiß, die Götter müssen bezahlt werden, damit die Sonne nicht stirbt, aber... Mach dir keine Sorgen. Die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. Okay, also die haben hier alle ein bisschen Schiss davor, was ich auch nachvollziehen kann. Ich hätte auch Angst, dass ich irgendwann diejenige bin, die geopfert werden würde. Ich muss doch etwas tun können. Kann ich mich hier durchschieben? Nee, kann ich nicht. Okay. Aber da ist auf jeden Fall irgendwie ein Relikt hinter. Denk nach, Lara. Wie komme ich in diese Zelle? Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Erstmal will ich mich aber gleich um den anderen Typus dann noch kümmern. Geschnitztes Replika. Diese hölzerne Schusswaffe ist eine nahezu perfekte Kopie eines modernen Sturmgewehrs. Mhm. Ihr Hersteller besitzt entweder ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder hatte eine Vorlage. Vielleicht eine Waffe, die Trinity gestohlen wurde. Ja, das kann sein. Okay, das ist voll. Den kann ich mich auch nicht unterhalten. Oh, ich brauche eine Lösung. Oh, ja, Lara, jetzt entspann dich. Wir kriegen das hin. Ich will halt mich hier nur erstmal umgucken. Mann, die ist ein bisschen anstrengend, das Mädel heute. Da kann ich halt auch gleich reinhüpfen. Kletter ich gleich rein. Ich will aber erstmal noch gucken, was ich hier noch so finde, Mann. Was übersehe ich? Aber gar nichts, Lara, gar nichts. Ich bin halt einfach nur noch nicht fertig mit umgucken. Sie macht mich irre, die Frau, ne? Da ist sie! Ich habe sie gefunden! Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Okay. Ich muss doch etwas tun können. Lara, sei ruhig. Okay, also wir haben hier eine vollautomatische Pistole. Wir haben ein Laservisier. Das würde ich halt schon gerne kaufen. Und wir haben noch die Pouponnierin. Also ich würde sagen, wir kaufen das Laservisier. Viel Spaß damit. Denk nach, Lara. Wie komme ich in diese Zelle? Entspannen. So, ich glaube, damit bin ich erstmal ganz gut unterwegs. Wir gucken jetzt erstmal noch, ob wir hier noch... Aha, Schatztruhe. Hä, ich hab doch Dietriche. Ach, ich muss es gedrückt halten, so war das. Oh, ich brauche eine Lösung. Ich vergesse das immer. Mein Leben hängt davon ab. Mann, Lara, ey, du machst mich irre, ne? Die macht mich echt irre. Es ist ja nicht so... Oh, ein Schmuckstück. Dieser Ohrschmuck ist in perfektem Zustand und mit dem Bild einer geflügelten Bestie verziert. Sie hat einen Rüssel und hält eine Fackel oder einen Stab in der Hand. Schmuckstücke wie dieses sind ein Symbol für Reichtum. Es könnte vielleicht sogar einer Adligen gehört haben. Die macht mich halt echt irre, weil ich erstmal eigentlich hier nur gucken will, ob ich hier noch irgendwas einsammeln kann. Was übersehe ich? Mann, Lara! Ist ein bisschen anstrengend heute, die Frau. Ziemlich anstrengend. Als ob ich hier nicht helfen möchte, aber ich will halt erstmal alles an ich muss doch etwas tun können. Ressourcen abschöpfen, die es hier so gibt. Ist doch normal, oder? Weiß nicht, wo gerade da das Problem liegt. Au, ich habe mich am Feuer verbrannt. Das war dumm. Wie komme ich in diese Zelle? Okay, ich glaube, ich habe jetzt alles. Dann gehen wir jetzt einmal da ganz hinten hin und klettern da rein. In der Hoffnung, dass ich damit nichts trigger. Aber ich glaube, ich muss halt hier vorne mit denen quatschen. Warte mal, hier oben war das, ne? Oh, ich brauche eine Lösung. Ein Leben hängt davon ab. Ich habe halt Angst, wenn ich jetzt hier reinspringe. Muss ich irgendwas triggern? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein kleiner Raum. Ja, okay, es ist wirklich nur so ein Raum, wo man Sachen finden kann. Oh, Halleluja. Hier ist aber einiges noch versteckt. Cool. Ein
Bericht über die Verfasser dieses Berichts glaubten, dass unter Paititi Geschöpfe leben, die man die Jaaxil nennt. Diesen Aufzeichnungen zufolge sind sie zu Zeiten astrologischer Ereignisse am stärksten, was sich mit den Legenden deckt. Dass sie aber angeblich auch Menschen angreifen und sich von ihnen ernähren, wird in den Geschichten normalerweise nicht erwähnt. Soweit es sich nach dieser Beschreibung sagen lässt, war die Kreatur, der ich in Kuvak Yaku begegnet bin, eine dieser Jaaxil. Ja, und ich möchte Ihnen auch ungern nochmal begegnen, wenn sich das vermeiden lässt, Frau Lara. Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. Ganz schön rätselhaft. Was das wohl bedeuten soll? Aha. Ob das ein Rätsel ist, was wir nutzen können, oder ob das wirklich einfach nur so eine Weissagung ist. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, also wir quatschen jetzt auf jeden Fall erstmal mit den Rebellen, um uns um Hakan zu kümmern, dass wir den da aus dem Gefängnis holen. So. Das ist der Plan an der Geschichte. Hier ist eine Feder. Ist so. Musiker, erfreue uns alle mit dem Klang deiner Instrumente. Aber au. Das ist verboten, während die Hinrichtungen vorbereitet werden. Okay, gut. Dann müssen wir erst hier hinten noch fragen. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, aber die Wachen töten uns sofort. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Okay, alles klar. Ja, ich quatsch erstmal mit allen und dann kümmern wir uns um die Wachen. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unuratu sprach. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Okay, gut. Also so kriegen wir sie zumindest alle auf unsere Seite. Erstmal. Sei gesegnet, Au. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Okay, warte mal. Wir sollten ihn töten. Ich will den Gefangenen sehen. Bei allem Respekt, Au. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtung angeordnet. Und du solltest zu deiner eigenen Sicherheit den Platz verlassen. Okay, warte mal. Kann ich? Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Au. Okay. Jetzt. Sieg auf, findet diese Hinrichtung jemals statt? Soll ich zum Gebet gehen, oder für das alle? Noch nicht. Okay, die Wachen sind weg. Was ist denn jetzt los? Es ist sicher. Hilf mir mit der Tür. Das müsste klappen. Los! Danke. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Papa. Kayara! Verdammt! Kayara! Geh! Bring dich in Sicherheit! Ich finde dich! Ich weiß, wo wir raus können. Ja, ich weiß. Finde einen Weg ja, hinaus. Ich weiß auch schon, wo. Du bist die Fremde, die bei Unuratu in der Unterstadt war. Und war es nicht so, dass dir gesagt wurde, du sollst Kukulkan nicht nachstellen? Ich war dumm und unvorsichtig, blind vor Rache. Das weiß ich jetzt. Ich habe alle gefährdet, sogar meine süße Kayara. Eine Tochter braucht ihren Vater. Mehr als du Rache brauchst. Das ist wohl wahr. Danke. Okay, dann haben wir das jetzt geklärt. Dann suchen wir uns jetzt unseren Ausgang, weil das habe ich vorhin schon gesehen. Haben wir schon gedacht, dass wir hier durch müssen. So, hier durch. Komm jetzt. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier, Kayara, ich komme. Entschuldigung, habe ich denn nicht gesagt, du sollst bei mir bleiben? Och Mann, ey, die hören doch auch einfach immer nicht. Ja, entspann dich erstmal. Ist gut, so, dann kannst du mich wenigstens nicht weglaufen hier. Ach, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Hier ist hier noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Nee.
Ja, wir machen das zusammen, Kumpel. Ja, komm. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Ich muss gar nichts drücken. Cool. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht dir. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Hier. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Oh, wir haben ein Messer-Upgrade. Juhu. Cool. Cool, cool, würde ich sagen, Leute. Ja, aber das ist doch ein perfekter Zeitpunkt zum Beenden. Wir haben... Wir haben Akan befreit und damit ist, glaube ich, auch abgeschlossen, wenn mich nicht alles täuscht. Ach so, nee, wir müssen noch mit Akan entkommen. Ja, dann machen wir, gehen wir noch mal ein Stück weiter. Oh, Kayara. Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen, Papa. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm. Gehen wir nach Hause. Sehr gut. Okay, also, ich würde sagen, das ist jetzt der perfekte Part. Wir haben die Rettung um Akan abgeschlossen. Der beste Moment, um aufzuhören, wollte ich gerade sagen. Wir haben Akans Rettung abgeschlossen. Er ist wieder bei Kayara. Ich gehe mal hier drüben hin, weil die Musik ist mir zu laut. Okay, sie ist ziemlich laut. Und im nächsten Part kümmern wir uns dann darum, dass wir Unuratu ja, aus dem Gefängnis holen können. Und ich würde sagen, es war sehr erfolgreich, Leute. Sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin, tschüss.